Bekanntes Thema, ein Auffangsystem, ein Y-Falldämpfer, der eine Ast ist eingehängt, wo soll der zweite Ast hin? Mein Name ist Daniel Gebel, ich bin von Edelried und ich erkläre euch heute, wieso es so wichtig ist, den zweiten Ast in Y-Falldämpfersystemen richtig zu parken. Eine häufige Fehlanwendung zum Beispiel ist, den zweiten Ast in einen tragenden Bauteil des Gurtes einzuhängen, beispielsweise die Beinschlaufe, tragende Elemente des Gurtes oder in den Zentralpunkt oder die Aufhängung des Falldämpfers. Richtig und die Optimallösung ist, bei Y-Systemen diese Abreißschlaufen, wie sie in Auffanggurten normalerweise verwendet werden, zu verwenden, um den zweiten Ast des Y-Systems zu parken. Mit zwei Versuchen werde ich den Unterschied herzeigen zwischen einem korrekt angewendeten Falldämpfersystem, bei dem der zweite Ast des Y-Falldämpfersystems in einer Abreißschlaufe am Gurt geparkt ist. Und in einem zweiten Versuch werden wir zeigen, wie die Fehlanwendung sich auf die Wirkweise des Falldämpfers auswirken kann. So sieht jetzt unser Versuchsaufbau aus. Der Dummy hat einen Auffanggurt an, wiegt 100 Kilogramm. Der eine Ast des Y-Falldämpfersystems ist hier an der Kraftmesszelle am Anschlagpunkt verbunden. Wir werden also auch die Kraft messen, die beim Aufreißen entsteht. Und den zweiten Ast werde ich jetzt in Fehlanwendung hier in ein tragendes Bauteil des Auffanggurtes einhängen und wir beobachten, wie sich der Auffanggurt und der Falldämpfer beim Aufreißen verhalten. Also 3, 2, 1. Man kann hier jetzt sehen, der Falldämpfer reißt auf, aber nur so lange, bis der kürzere Ast zum tragenden Bauteil des Gurtes straff ist, dann kann keine weitere Energie mehr durch den Falldämpfer umgewandelt werden und es kommt zu sehr hohen Kraftspitzen. Man kann es hier sehen, 12,7 kN. Solche Kräfte, wenn auf den Körper wirken, die rufen definitiv schwere Verletzungen hervor. Im zweiten Versuch werde ich dann den gleichen Grundaufbau wählen und den zweiten Ast des Y-Systems aber hier an der Aufreißöse des Gurtes befestigen. 3, 2, 1, go! Hier nach dem zweiten Versuch kann man sehr deutlich erkennen, der Falldämpfer reißt auf, der zweite Ast wird straff und dann löst sich aber die Abreißschlaufe des Auffanggurtes und der Falldämpfer kann unbehindert weiter wirken. Die Kräfte bleiben unter den von der Norm zugelassenen 6 kN. Deshalb bei Y-Falldämpfersystemen den zweiten Ast nie in tragende Strukturen des Gurtes, sondern idealerweise in solche Abreißösen klippen.